Moin, ihr Lieben, und willkommen zum neuen Video. Montagmorgen. Und ich weiß mal wieder nicht, was es für ein Video wird. Das ist mittlerweile Standard hier geworden, ne? Aber ich vergesse es immer. Ich mache das irgendwann immer zum Ende hin des Videos oder irgendwann in der Mitte, wenn irgendwie die Aufmerksamkeit nicht mehr da ist. Keine Ahnung. Deswegen, bevor wir jetzt zum Thema kommen, bitte, 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 sorgt doch für euren kleinen Lieblings-YouTuber. Einmal dafür, dass der Algorithmus ihn wieder auf dem Zettel hat, ja. Liken, kommentieren und ein Abo dalassen. Besten Dank. Und jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja Leute, erstmal vielen Dank fürs Interagieren. Gucken wir mal, ob wir irgendwie auf, weiß ich nicht, 200 Likes kommen oder so. 200 ist schon eine richtig krasse Marke für mich. Heute geht's ins Training. Nach etwas mehr als, ich glaube, anderthalb, zwei Wochen Trainingspause. Ich hatte mir mal wieder was in den Rücken gezogen. Ich glaube, irgendwie hexenschussartig, keine Ahnung. Mein Physio sagt, der Quadratus Lumborum macht bei mir ein bisschen Probleme. Den musste ich in letzter Zeit dann mehrfach aufdehnen. Gibt's bestimmt gar nicht. Physios kriegen jetzt schon irgendwie Gänsehaut. Keine Ahnung, ist mir auch egal. auf jeden Fall musste ich da ein bisschen was für meine Beweglichkeit tun. Man kennt ihn, man wird nicht jünger. Einer, der schon etwas älter ist, hier. Naja, lange Pause gewesen. Und es gibt mal wieder, wie soll es bei mir anders sein, einen neuen Trainingsplan. Deswegen wird das höchstwahrscheinlich hier auch ein Trainingsvideo werden. Also wenn du Shisha-Zuschauer bist, wirst du jetzt wahrscheinlich abschalten. Hau rein! Aber egal. Egal. Es geht heute ins Training und mein Vorstandskollege und guter Freund Matthias, Grüße gehen raus, hat mir einen Trainingsplan geschustert, der sich jetzt wirklich vorrangig darauf konzentriert, wieder fit zu werden. Ja? Die schwachen Muskelpartien zu stärken, dafür zu sorgen, dass der Körper dem Kraft-3-Kampf gewachsen ist. Ob das funktioniert, wird sich dann in ein paar Monaten zeigen. Aber ja, das heißt, Basisarbeit muss getan werden und die gilt es heute zu verrichten in der Chaperage. Und ich habe jetzt erstmal noch einen Arbeitstag vor mir und dann geht's in die Garage. Dann erzähle ich euch mal ein bisschen, was ich jetzt so die Tage über planen werde. Dann rauchen wir vielleicht noch eine Pfeife zum Ende hin. Shisha-Zuschauer haben wieder eingeschaltet. Das weiß ich aber noch nicht, das sehen wir dann. Also jetzt werde ich erstmal ein bisschen worken. Work, 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 work. Und ne? Und so weiter. Bis später. Ja, Freunde, der Arbeitstag ist vorbei. Es ist fantastisches Wetter. Ich bin überbelichtet, oder? Müsst ihr jetzt aushalten. Irgendwie, weiß nicht, 25, 26, 27 Grad. Leicht bewölkt. Und windig. Es ist ein Träumchen. Es geht jetzt in die Garage. Und ja, ich hab's doch schon gesagt, Basisarbeit. Also da kommt gleich sowas wie 5x8 Safety Squat Bar Beuge. Also ein Träumchen. Und ja, ich will einfach wieder fitter werden, habe ich ja schon mal gesagt, ne? Ihr erinnert euch an das Video, der fitteste Mann der Welt. Das wollen wir jetzt wieder ein bisschen angehen. Generelle Fitness erreichen und die Schwachstellen stärken. Ja. Ja, ansonsten hatte ich ja zuletzt gejammert, dass die Nicht-Shisha-Videos nicht gut ankommen. Aber ich habe mir jetzt auch gedacht, dass die Jammerei aufhören muss. Ja? Entweder ich komme damit klar oder aber ich lasse es. Ja, also entweder ich mache die Videos, muss ich aber aufhören zu jammern, oder ich mache die Videos nicht und mache nur Shisha-Videos und dann, ja, dann habe ich auch nichts zum Jammern, weil keine Videos oder weil Videos weniger Klicks kriegen. Ja, also viel Tohuwabohu schon wieder in meinen Kopf, aber das kennt ihr ja von mir, ne? Also, ich bin gleich in der Garage, wird sich warm gemacht. Bisschen Seil springen, bisschen dies, das. Und dann gucken wir, was dazu geht.
Ja, das waren 5x8 Safety Squat bei Kniebeugen und meine Puste ist ordentlich im Arsch. Aber auch das will ich ja verbessern, habe ich ja immer mal gesagt. Ne? Ich finde es irgendwie albern, wenn man 3-4 Mal die Woche ins Training geht und irgendwie nicht mal ein bisschen Ausdauer hat. Das muss ich also auch verbessern. Da arbeiten wir jetzt auch dran. Ja, jetzt geht es weiter mit Bank. Und ich weiß nicht, ob ihr Lasses Musik hört im Hintergrund, aber let's go. So, ich muss mich jetzt beeilen. Der Akku geht gleich aus. Aber ja, so sieht mein Training aus. Ich habe die Bank noch gesehen und den Jefferson Curl, eine absolut ungewohnte Übung, die echt viel Spannung abverlangt und deswegen echt enorm anstrengend ist. Push-Ups sind seit Ewigkeit mal wieder im Plan. Keine Ahnung, was ich das letzte Mal Liegestütz gemacht habe. Gleich noch Latzug und Facepuls, das war es dann aber auch. Und ja, es war ein geiles Training. Das wird wahrscheinlich ein recht kurzes Trainingsvideo jetzt gewesen sein. Beziehungsweise ist es, habe ich mich jetzt zu entschieden. Und ja, hat Spaß gemacht. Oh, jetzt kommt die Sonne nochmal durch, wartet. Ja, ist jetzt nicht mehr so einfach hinzukriegen mit der Belichtung. Aber egal, hat mega Spaß gemacht, das Training. Ja, auch wenn ich ewig gebraucht habe, da muss ich mich noch ein bisschen dran gewöhnen, weil lange Sätze mit viel Wiederholung, viele Sätze, das kostet natürlich Zeit, aber ist alles okay, alles im Rahmen. So wollte ich es und jetzt wollen wir mal gucken, wie sich das Training entwickelt. Schreibt mir auf jeden Fall rein, was ihr zum Video denkt. Ob ich ein bisschen was Näheres zu meinem Training erzählen soll in nächster Zeit. Und dann würde ich sagen, besten Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Video. Peace!